Hallo ihr Leseratten, willkommen zum nächsten signierte Bücher-Video. Nach langem mal wieder ein signierte Bücher-Video. Und wir haben mit einer Zeit, dass ich euch ein paar signierte Bücher zeige. Hallo ihr Leseratten und willkommen zum nächsten signierte Bücher-Video. Wieder sind es 5 Stück, eigentlich wären es schon wieder 6, aber ich habe wieder eins ausführen lassen, das kommt im nächsten Mal. Es kommen noch so ein paar, möglicherweise, signierte Bücher dieses Jahr an. Von daher alles kein Problem. Einfach viele sogar. Egal, wir fangen einfach mal an mit Klicks von Christine Thomas. Das habe ich vorbestellt und hier ist die Signatur. Für Betty, was tut dir gut? Jo, dann in einer Bücherbüchse, einer kleinen Mini-Bücherbüchse, war dieses Buch drin. Das hat nur einen Sticker bekommen, den man reinkleben konnte, mit der Signatur der Autorin, aber immerhin ist es signiert. Das ist übrigens Seeing What You Feel, Feeling What You Feel. Seeing What You See, Feeling What You Feel von Naomi Gibson. Und dann gab es eine ganze Trilogie, die bei mir eingezogen ist. Die werdet ihr auch nochmal in den Neuzugängen dann sehen. Und zwar die Black Forest High Trilogie von Nina McKay. Zum einen Ghost Seer, der erste Band. Für Betty, viel Spaß am Black Forest High. Ja. Dann Black Forest High 2. Ich finde es auch sehr schön, dass da Nummern drauf sind. Außer am ersten, da ist keine Nummer drauf, aber sonst hat man eine Nummer drauf. Man weiß also, welche Reihenfolge man sie lesen muss. Das ist sehr, sehr gut. Und das ist Ghost Hunter. Für Betty, Grüße von Remy. Ich denke immer, dass er Remy heißt, so wie die Ratte aus Ratatouille. Das muss ich gerade überlegen. Und der schönste Band, wie ich finde, weil mein Lieblingsfarbe, ich meine, das hier ist auch schon schön, ja, aber der dritte ist natürlich. Und zwar Ghost Killer in Lila. Jawohl, jawohl. Und hier haben wir für Betty mit Liebe. Jupp. So, das waren meine 5 signierten Bücher. Kennt ihr was davon schon? Habt ihr schon was davon gelesen? Ich habe ja das hier schon wirklich gelesen. Das hier ungefähr zur Hälfte gelesen. Da muss ich immer weiterlesen. Aber das war irgendwie, hatte ich gerade nicht mehr Lust dazu gehabt. So, ja, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.